Klaus Bühl für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Es ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass der Bereich Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen in einem eigenen Ministerium und mit einem eigenen Einzelplan hier in der Haushaltswoche behandelt wird. Und gleich die erste Amtshandlung des neuen Ministeriums und von Ihnen, Frau Bauministerin, war es, sich 95 hochdotierte Stellen für den Aufbau Ihrer Ministerialbürokratie genehmigen zu lassen. Erste Handlungen sind ja auch immer erste Hinweise für die grobe Richtung der Politik. Und mit mehr Bürokratiewagen haben Sie leider das komplett falsche Signal gesetzt. Da frage ich mich doch, wie im Innenministerium der Bau- und Wohnbereich in der letzten Wahlperiode funktioniert hat. Es erzählt uns hoffentlich niemand, dass Horst Seehofer die Arbeit von 95 Beamten alleine stemmen wollte. Eine große Herausforderung in unserer Zeit ist die Situation auf dem Wohnungsmarkt, besonders in den Ballungsräumen. Neben den horrenden Strom- und Heizkosten, maßgeblich verursacht durch die Politik der Regierung Merkel und von Links-Gelb jetzt fortgesetzt, sind die Mieten das große Problem. Viele Haushalte in Deutschland zahlen hohe Mieten, und für viele ist Wohnen, vor allem in Großstädten, nahezu unbezahlbar geworden. Die Koalition versprach, 400.000 Wohnungen in Deutschland jährlich bauen zu wollen. In ihrem Haushaltsentwurf für 2022 finde ich dazu lediglich 750 Millionen Euro an die Länder zur Stärkung des sozialen Wohnungsbaus. Mit 750 Millionen Euro Förderung wollen Sie also 100.000 neue Sozialwohnungen bauen bei den klammen Länderkassen? Und die restlichen 300.000 neuen Wohnungen werden schon aus Kapazitätsgründen der Bauwirtschaft Wunschvorstellungen bleiben. Linksgelbe Versprechen, die schon bei der Ankündigung zum Scheitern verurteilt sind. Bauen ist in Deutschland so teuer wie nie. Baumaterial ist knapp, und die Preise dafür sind drastisch gestiegen. Das stellt gerade Handwerksbetriebe bei der Abgabe von Angeboten vor enorme Herausforderungen, ob ihr Angebot im Laufe des Baufortschritts überhaupt haltbar sein wird. Nicht wenige Betriebe bringt das in existenzielle Nöte. Und was machen die Regierungsparteien in ihrem Koalitionsvertrag? Sie satteln munter unter dem Stichwort klimaneutral auf die Kostenspirale obendrauf. Oder auf Deutsch teuer, noch teurer und unbezahlbar. So sieht Ihre Baupolitik aus. Diese Politik führt dazu, dass noch weniger Menschen sich die eigenen vier Wände erarbeiten können oder durch privaten Wohnungsbau der Mietmarkt entlastet würde. Mit Regelungswut, das Klima verändern zu wollen, wird vor allem an den Geldbeutel vieler Wähler gehen, die sich ihre Wohnungs- und Baupolitik nicht leisten können. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Für die FDP-Fraktion hat nun der Kollege Thorsten Herbst.